Friedrich Curtius, seines Zeichens DFB-Generalsekretär, zum ersten Mal zu Gast beim Kicker. Für den 43-Jährigen auch eine kleine Reise in die persönliche Vergangenheit. Unheimlich viele Erinnerungen in meiner Kindheit. Ich habe fast jedes Kicker-Sonderheft mir von meinem Taschengeld gekauft und dann fing die Vorfreude auf die neue Saison an, wenn man das Kicker-Sonderheft hatte und sich mit den Mannschaften auseinandersetzen konnte. Der Kicker ist, glaube ich, das Leitmedium in der deutschen Fußballberichterstattung. Mit einer großen Reichweite und einer großen Resonanz. Ich weiß, dass die Kickernoten, die am Montag in den Nachrichten dann sind, dass das durchaus ein wichtiges Thema und Gradmesser in den Mannschaften ist und viel darüber diskutiert wird. Insofern ein sehr wichtiges Medium in der deutschen Sportberichterstattung. In den vergangenen Wochen leider auch mit negativen Schlagzeilen. Die Bekämpfung von Gewalt gegen Unparteiische. Ein wichtiges Thema und aktueller denn je. Wer organisiert Amateurfußballspiele? Das sind die Landesverbände mit eigenen Organisationen, die den Amateurspielbetrieb organisieren und dort auch Verantwortliche gegeben sind, die diese Dinge eben angehen müssen. Ich glaube, es ist auch die Aufgabe der ganzen Gesellschaft, diese Probleme anzugehen und zu lösen. Angefangen bei den Trainern, bei den Vereinsverantwortlichen. Sie können mit den Spielern sprechen und müssen klare Zeichen setzen, dass sowas nicht akzeptiert wird, dass sowas überhaupt nicht geht. Und das ist nicht zu lösen, indem man auf den DFB mit dem Finger zeigt und sagt, DFB, mach du mal, löst du mal, sondern es betrifft uns alle. Der Reformationsprozess beim größten Fußballdachverband der Welt in vollem Gange. Der Bau der DFB-Akademie, die Auslagerung des Wirtschaftsbetriebs in die DFB-GmbH und die Vorbereitung der Europameisterschaften 2020 und 2024. Die Spieler auf dem Weg zur EM sollen natürlich auch die kleinen DFB-Fans sehen. Aber die Anstoßzeiten der Nationalmannschaft sind nicht immer kindgerecht. Natürlich sind wir laufend im Dialog mit der UEFA darüber. Ich habe es auch erwähnt, es ist eben, sind Rechte, die Fernsehsender für viel Geld erwerben. Und die dieses Geld, was sie da ausgeben, refinanzieren müssen. Und deshalb haben die ein ganz gewaltiges Mitspracherecht auch bei der Frage. Das ist eben das wirtschaftliche Risiko, das sie da eingehen. Aber dass wir als DFB im Rahmen unserer Möglichkeiten, im Rahmen unserer Verantwortung diesen Punkt ansprechen und vortragen, das steht außer Frage. Der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius zu Besuch beim Kicker. Bis zum nächsten Mal dürfte es noch ein bisschen dauern. Schließlich haben er und seine Kollegen beim DFB in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren so einiges zu tun.